Schauen wir mal, wie lange ihr Bürgermeister braucht. Er hat gesagt, wie viele Schläge er braucht, bis wir sagen können, offiziell ortshaft ist. Ja, also ganz knapp drüber. Auf geht's. Eins, zwei, ortshaft ist. Sensationell. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festbesucher, ich begrüße euch zum Frühlingsfest 2011. Ich wünsche uns allen eine friedliche Wiesn und für heute einen schönen und erfreulichen Abend. Und jetzt, würde ich sagen, stellst du mal an auf ein
gutes Frühlingsfest 2011. Prost! Rastaner Frühlingsfest, soeben haben wir den Anstich gesehen durch unseren Oberbürgermeister Manfred Kösterke. Zwei Schläge, sensationell. Sie haben geübt, geben Sie es zu. Das stimmt. Wir haben nämlich diese Woche Bierprobe gehabt im Sudhaus vom Hofbräuhaus. Und da habe ich das Anstechen natürlich schon einmal üben dürfen. Und wenn man ein paar Tage hintereinander, kann ich mir das gerade noch merken. Also da geht es gerade. Ja, wir wollen natürlich auch für den Rest der Stadt Sicherheit bieten und wir wollen ein sauberes, familienfreundliches Fest bieten. Und um das zu erreichen, mussten wir natürlich im Umgriff einige Auswüchse verhindern. Und wir haben mit der Polizei zusammen ein entsprechendes Konzept erstellt. Ich hoffe, dass wir heuer die Wiesen so rüberbringen, dass die Besucher was davon haben, die Aussteller was davon haben, der Festwirt was davon hat und auch alle anderen in der Stadt. Wir haben das nicht abgesprochen. Sensationell das Stichwort, das ich überleiten kann zum Bernhard Seiler, zum Hofbräu, zum Traunsteiner, der diesmal das Festbier geliefert hat. Ist das ein spezieller Sud, eine spezielle Rezeptur? Es ist eine spezielle Rezeptur, es ist auch speziell für dieses Fest gemacht. Es ist nicht ganz so stark. Wer experimentiert denn da an so einer Rezeptur? Also es ist keine neue Rezeptur, sondern das ist unser Volksfestrezeptur. Und das sind unsere beiden Braumeister, der Hirschseiler und der Nick Meiershofer, mein Sohn und ich, und wir stellen das dann zusammen. Wir machen die Traunsteiner Brauereien das eigentlich aus, wer Festwirt wird und gibt es da einen Turnus oder wie macht sie das? Festwirt, das bestimmt ja die Stadt, weil die Stadt ist ja der Veranstalter, aber die Brauerei, wir haben in Traunstein Gott sei Dank noch drei Brauereien und das geht im Turnus durch, es kommt also jede Brauerei alle drei Jahre dran. Tatsächlich, also da eine schöne Wechselstrategie, da gibt es noch keine Animositäten deswegen. Keine Rafferei, gar nichts, ne? Das läuft wunderbar ab. Ja gut, und wir wollen natürlich auch, dass im Bierzelt ohne Raffereien bleibt. Gut, ja. An die Herren, herzlichen Dank für das Interview und schönen Abend euch alle da. Okay, sauber ist das. So. So, Herzer, da haben wir ein paar Leute da. Offensichtlich gibt es auch was Gutes zum Essen. Ist schon in Ordnung, oder? Ja, sehr gut. Sehr lecker. Kommst du schätzungsweise nochmal her aufs Fest oder warst du das heute? Nein, also auf alle Fälle werde ich die Woche oder nächste Woche nochmal reinschauen. Irgendeinen speziellen Termin? Nächsten Freitag oder Samstag. Okay, weil da irgendwas Besonderes ist? Ja, weil ich am nächsten Tag frei habe. Ah, okay, gut. Und da haben wir einen Mann von den Traunsteiner Gebirgsschützen. Ihr habt ja heute den Zug da oben geführt vom Stadtplatz. Das habt ihr noch nicht so oft gemacht, gell? Nein, das zweite Mal. Und wer hat die Idee dazu gehabt, der Oberbürgermeister? Ja, ich vermute. Weil das ist unser erster und da folgen wir natürlich, wenn der was sagt. Genau, also das ist selbst, man kommt nicht zum sich zusaufen, sondern weil er gute Stimmung ist. Wisst ihr, wie heißt, man kommt aus dem Haus und man ist trotzdem nicht an der frischen Luft. Also, euch noch einen schönen Abend.
So, jetzt haben wir jede Menge fesche junge Burschen und Mädeln da. Wer bist denn du? Ich bin der Noah. Und wo bist du her? Aus Traunstein. Und das erste Mal am Frühlingsfest? Na, bin eigentlich schon immer da. Schon immer, seit 10 bist? Ja, kann man so sagen, mit den Eltern auch oft. Aber mit einer feschen Tracht? Ja. Die ziehst du aber nur zum Frühlingsfest da? Ja, freilich, das gehört sich so. Das finde ich auch. Und du bist da? Andi. Wo bist denn du her? Aus Traunstein. Auch schon öfter zum Frühlingsfest? Ja. Ziehst du deine Tracht zu anderen Gelegenheiten noch? Ja, wenn irgendwo Hochzeit ist oder sowas von Bekannten. Also, oder auf einer Firmung habe ich es auch gezogen, aber sonst nirgends. Und jetzt wenden wir uns natürlich an die jungen Damen da herüben. Wo seid denn ihr her? Aus Sierksdorf. Ich bin aus Sierksdorf. Alle beide. Und ihr seid nicht das erste Mal da? Nein, letztes Jahr schon. Jetzt ja. Und ihr seid auch mit feschen Dirndl. Zieht ihr die zu anderen Gelegenheiten auch oder nur zu Frühlingsfest oder solche Gelegenheiten? Ja, ich schon nur zu Frühlingsfesteln. Ja, Frühlingsfest und Oktoberfest, überall wo was Bayerisches ist. Ah, dann haben wir wieder die Tracht als Saufgewand. Das ist ja eigentlich ein bisschen schade, oder? Ja, nein, nicht als Saufgewand, sondern halt, dass man sagt, wo man herkommt. Okay, das hören wir natürlich gern. Sagt, wo man herkommt, als bayerische Identität. Danke für das Interview. Führt euch. Einen schönen Abend euch noch. Servus. Frühlingsfest in Traunstein. Wunderbar. Und wo kehre ich da natürlich hin? Umrahmt von jungen und einigermaßen feschen Herren und sehr feschen jungen Damen. So muss das sein. Übrigens, meine Damen und Herren, wenn Sie aufs Frühlingsfest kommen, dann sehen Sie genauso fesche Menschen da. Aber jetzt einmal fragen wir gleich mal einen jungen Menschen. Das ist ja gleich jemand, der mit dem Fest was zum Tor hat. Jetzt kannst du mir gleich erzählen, wer du bist. Ich bin die Birgit vom Hofbräuhaus Traunstein und freue mich heute narrisch, dass unser Frühlingsfest losgeht. Und da haben wir den Juniorchef sozusagen vom Hofbräuhaus da, den Maximilian Seiler. Angeblich ist das Bier in dem Jahr relativ gut geworden, habe ich der Zeitung entnommen. Ja, wir haben ja schon ausgiebige Bierverkostung gemacht und alle waren hochzufrieden mit dem Bier. Und jetzt freuen sie sich drauf, wenn es heute endlich auch offiziell zum Trinken gibt. Ja, und das müssen Sie natürlich dann auch unbedingt ausprobieren, ob das wirklich so gut ist, wird man das hören. Genau. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diesen jungen Menschen da auch noch entlocken können. Wo bist denn du her? Also ich bin die Anna, ich bin aus Traunstein und freue mich immer wieder, dass ich aufs Frühlingsfest kommen kann, weil es einfach schön finde, alle Leute zum Treffen und weil es einfach was mit Tradition zum da hat und weil es schön ist. Hey du, Kleiner, mit der Jeans, du wärst der richtige Haken für meine Frau. Voll Powerful, der Führer. Ja, Freunde, eine packen wir noch. Wie geht das aus hier? Und meine Damen und Herren, und wenn Sie natürlich denken, dass Bierzeit nur was für junge Leute ist und für Partygänger, und nee, das ist durchaus nicht der Fall. Wir haben hier einen gestandenen Mann bei uns und das ist kein geringerer als der evangelische Pfarrer der Stadt Traunstein, Sebastian Stahl. Grüß Ihnen. Hallo. Und man sieht unverkennbar, Sie sind in Tracht. Ziehen Sie das auch zu anderen Gelegenheiten an? Ich kann ja nicht bloß im Talar rumlaufen. Ja, selbstverständlich. Aber ich meine, die jungen Leute, die haben ja erzählt, dass sie vornehmlich für so Feste
das anziehen. Aber Sie machen das auch zwischendrin mal? Na klar, das kommt schon vor. Kommt drauf an, wo ich bin, aber letzte Woche haben wir es angehabt, da waren wir bei der Windbeutelgräfin in Ruhpolding und da sind wir in Tracht gegangen. Und wenn Sie jetzt da hergehen, Sie machen das ja selbstverständlich genauso wenig wie ich, um sich zu besaufen. Warum kommen Sie her? Also heute trinke ich sowieso keinen Alkohol, weil ich Antibiotikum leider nehmen muss. Aber ich komme, weil ich eingeladen worden bin und ich gehe gerne ins Bierzelt und esse Brotzeit und bin jetzt mit einem guten Freund da und freue mich auf einen schönen Abend. Und das hoffen wir, dass Sie auch haben, einen schönen Abend. Wenn Sie herkommen, jetzt, wir haben noch jede Menge Zeit, viele verschiedene Gelegenheiten. Wir haben zum Beispiel einen Seniorennachmittag, wir haben einen Familien- und Kindertag da mit ermäßigten Preisen. Also, kommen Sie unbedingt her. Frühlingsfest in Traunstein, Sie werden es mit ziemlicher Sicherheit nicht bereuen. Vierte Anna.